Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age Origins. Ja, in der letzten Folge haben wir einen Verwundeten getroffen, einen letzten Überlebenden einer Karawane bzw. eines Spähtrupps. Ja, und haben rausgekriegt, dass Jory hier doch ziemlich Bedenken hat und sehr große Angst, was definitiv nicht gut ist, weil als grauer Wächter, denke ich mal, solltest du dir deiner Talente bewusst sein und solltest, ja, definitiv keinen Schiss haben, weil durch Angst entstehen Fehler und, ja, was dabei dann rauskommt, brauche ich, glaube ich, nicht zu erzählen. Wir gucken mal, ob wir jetzt auf dunkle Brut treffen. Sollte ja eigentlich bald soweit sein. Ja. Gut. Das ging schneller als erwartet. Urlock. Na dann, wollen wir doch mal. Er kriegt auf jeden Fall von mir erstmal eine wandelnde Bombe. Und dann schön aufs Maul her. Bam. So geil, wenn die explodieren. So. Ah, scheiße. Aber. Huch, huch, leck, leck. Was war das? Achso, stimmt ja. Ja, ich muss dazu sagen, es ist schon wieder ein bisschen her, dass ich gespielt habe. Ja. Okay. So. Und. Als Magier hat man einen Vorteil, man steht hier. Die können sich da schön kloppen. Und da liegen sie auch schon. Ja, dunkle Brut, so schlimm sind sie ja dann doch nicht. So, Verbände nehmen wir auf jeden Fall. Fläschchen der dunklen Brut. Sehr schön. So, aber ich wollte ja noch was machen. Und zwar die einzelnen nochmal zuweisen. Verteidiger ist richtig. Dave, Bogenschütze. Und Jory, der wird der Schläger. So, dann haben wir schon mal so ein bisschen die also Grundtaktiken verteilt. Alistair wird uns beschützen. Jory wird dann mit seinem Schwert losgehen. Er kann uns eh nicht so großartig beschützen, daher gar kein Schild. Unser Schurke David. Ja, David. Ich habe vorhin nicht zugehört, es tut mir leid. Wird auf jeden Fall die Bogenschützen machen. Hat er überhaupt einen Bogen dabei? Ja, gut. So viel zum Bogenschützen. Da muss ich dann nochmal nachbessern. Eigentlich haben Schurken immer Bogen dabei, aber gut. So, dann machen wir das so. Dann ist er halt auch ein Schläger und dann passt das schon. So, gut. Dann geht's weiter. Hier ist die Blüte. Ist das die Blüte? Die Quest? Nein. Aha. Ja, gut. Nee, war sie, glaube ich, nicht. Da müssen wir uns auf jeden Fall nochmal gut nach umsehen, dass wir die Blüte auf jeden Fall bekommen. Weil dem süßen Hund soll ja geholfen werden. Und ich finde ihn echt niedlich. Okay. So, zack. Der kriegt erstmal die wandelnde Bombe. Und der erste hier wieder macht. Und. Komm, explodieren. Und bam. Wandelbombe, einer der Mega-Zauber. So schnell zerlegt man die Herrschaften. Mit ein bisschen Taktik geht das schon. Wird erledigt. Gut, Taktik. Hust, hust. Sehr viel Taktik. Hust, hust. Ja gut, großartig Taktik braucht man dann erst im späteren Verlauf. Momentan reicht es noch, wenn ich meinen Charakter steuere. Was höre ich da? Huch! Krass. So, und der Gedankenschlag rein. So. Zack. Jo, das waren sie dann wieder. Also die wandelnde Bombe ist extrem mächtig, bin ich der Meinung. Weil einfach, die macht ziemlich viel Schaden und das natürlich auf alle. Und ein Granat. Yay. Sehr schön. Lüftumtränke habe ich bis jetzt noch nicht gebraucht. Und da ist die Blüte. Sehr schön. Ja, haben wir sie doch schon. Das freut mich sehr.
Damit können wir dann Hundi helfen, beziehungsweise seine Chancen verbessern auf Heilung. Jo, dann brauchen wir eigentlich nur noch ein Fläschchen und die Schriftrollen, die sind ganz wichtig. Oh, oh, oh. Das sieht nicht allzu gut aus. Das ja, gut. Wenn gespeichert wird, dann haben wir ein Problem. Mal gucken. Was haben wir denn da? Shit. Noch nicht nah genug dran, um rauszugucken, wer das da ist. So, ein Stückchen vor. Du bekommst auf jeden Fall erstmal die wandelnde Bombe ab. Na? Ich bin ja nicht immer auf jeden Fall. Oh, und... Sparen wir uns erstmal auf. So, der Gesandte rennt hier noch rum. Wo ist er? Wo ist der Gesandte? Da ist er. Ab. Oh. Mist. Eine Millisekunde zu spät. Na gut, dann gehen wir wieder auf Alistair erstmal. Oh, Alistair gammelt hier hinten natürlich rum. Er hat ja auch sonst irgendwie nichts zu tun. So, da... Oh Gott. Ja, die... Das haben wir schön versaut. Das ist erledigt. Schutzhaltung rein. Ich hoffe, dass wir überleben. Er braucht auf jeden Fall ganz dringend einen Trank. Hat er Tränke? Hat er. So, renn damit. Und Alistair könnte die... hauen wir jetzt erstmal hier unten mit rein. Und heraus. So, er kann beide direkt... Obwohl, nee, reicht das mal. So. Dann nehmen beide jetzt erstmal eine Rundsalbe. Und dann hoffen wir, dass wir das hier überleben. Momentan sind es nur sehr wenige und Alistair ist kurz vorm Sterben. So, er muss sich auch dringlich noch mal heilen. So, der nächste liegt. Jetzt ist es nur noch er hier. Und wir sind allein, das ist gar nicht gut. Kommt schon. Schildwerk. Sehr schön. Wir schaffen's, ja. Und... Scheiße, verfehlt. Komm schon. Ja. Puh, das war sehr knapp. Ach ja, genau. Ich muss zu den Leuten hingehen. Puh. Ja. Das war eine enge Geschichte, definitiv. Oh, der dunklen Brut. Zaubern Geistschaden. Sehr schön. Den würde ich dann gerne nehmen. Im Winter. Den müsste ich doch jetzt auch hier drin haben, oder? Ja. Dunkle Brut. Zack. Rein damit. Puh, ja. Das war auf jeden Fall ein guter Kampf. Also, nicht gut gemacht, aber guter Kampf. Wir haben es überlebt, gerade so. Die kommen doch gerade schon wieder. So, dann sofort wandelnde Bombe drauf. So, rein und... Toll. Naja, der war ein bisschen blöd positioniert. Ihr habt es schon wieder umgerissen. Gut. Das hätten wir geschafft. Puh, ja, muss man doch schon ganz gut jetzt überlegen. Also, so unüberlegt einfach loszupreschen funktioniert nicht.
Da müssen wir uns echt Gedanken machen, damit wir hier auch gut vorwärts kommen. Dann jetzt mal gucken. So, hier mal rüber. Wir speichern erstmal. Wir speichern direkt hier die Bildnis. Ja. Und weiter geht's. Ich habe die Befürchtung. Ist immer schön, dass, wenn ich sage Befürchtung, direkt gespeichert wird. Super. So, gut. Da hinten sehe ich den ersten. Da sehe ich noch jemanden. Ich würde direkt hier oben lang gehen. Ganz kurz ein bisschen Pflänzchen einsammeln. So, kriege ich dich denn von hier aus schon? Nee. Ich bin natürlich auch so weit auseinander. Gut. Gut. Dann gebe ich dir jetzt einfach mal die wandelnde Bombe. Dann alle... allesamt betäuben. Gut, ich habe noch nichts frei. Kein Problem. Ich bin schwer verwundet. Ach Quatsch, hör auf rumzujammern. So. Ich bin verletzt. Oh, schwere Kettenrüstung. Ich glaube, das könnte man Alistair mal zuschmeißen. Ausgesprochen schmerzhaft. Das muss behandelt werden. So, dann Inventar. Ausrüstung. Kann er schon tragen? Na gut. Erstmal hier. Ups, Rinder. Schicke Rüstung. Haben wir noch eine verzauberte Dolch? Ja gut, Alistair benutzt Schwerter. Hier ist unser Judermann. Der benutzt der Dolche, ne? Genau. Dann zack, der raus und der verzauberte Dolch rein. Gut, und für ihn haben wir jetzt nicht. Gut. Dann haben wir das erstmal soweit. Und weiter geht's. Oder ist hier noch was? Ja, ist noch was. Ein Bogen wäre ganz cool eigentlich. Aber gut. Man kann ja nicht alles haben. Da hinten gibt's noch was zu pflücken. Sollte man immer mal mitnehmen. Weil dann mit der Alchemie kann man sich dann nämlich seine Tränke und sowas selbst machen. So. Irgendwie sieht das nach einer Falle aus. Ich weiß nicht warum. Leckt ein bisschen. Zumindest jetzt bei solchen Übergängen leider. So, so. Ja. Was haben wir denn hier? Seid ihr vielleicht ein Geier? Ein Aasfresser, der an einer Leiche herumfickt, obwohl die Knochen schon längst blank sind? Oder nur ein Eindringling auf der Suche nach leichter Beute hier in meiner Wildnis voller dunkler Brut? Nun, was seid ihr? Plünderer oder Eindringling? Gute Frage. Also Plünderer in dem Sinne würde ich gar nicht sagen, weil es gehört ja uns sozusagen. Weder noch, ich bin in grauer Wächtung, natürlich ein Turm. Ja. So, wir stellen uns erstmal vor Höflichkeit. Es ist kein Turm mehr. Die Wildnis beansprucht seine verrottete Leiche nun für sich. Ich beobachte euer Vorankommen seit einer Weile. Wohin gehen sie, fragte ich mich. Weshalb sind sie hier? Und jetzt? Stört ihr Überreste, die lange unangetastet waren? Weshalb? Antwortet ihr nicht, sie sieht aus wie eine Chasing, und das heißt, in der Nähe sind wohl noch mehr. Fürchtet ihr einen Überfall der Barbaren? Ja, Überfall. Ganz schlecht. Sie ist eine Hexe der Wildnis. Sie verwandelt uns in Kröten. Sagen und Legenden, Lügen und Einbildung. Könnt ihr nicht selber denken?
Ja, eigentlich ja schon. Wäre halt schön, ihr wenn da, stattlicher Jüngling, sagt mir euren Namen, dann tue ich das Nämliche. Lasst uns zivilisiert sein. Das halte ich für einen Deal. Und ihr könnt mich Morrigan nennen, wenn ihr möchtet. Soll ich raten, weshalb ihr hier seid? Ihr suchtet etwas in jener Truhe, aber es ist nicht mehr hier. Ach, echt? Mist. Nicht mehr hier? Ihr habt sie gestohlen. Durchtriebene Hexe. Böse Diebin. Welch Wortgewalt. Wie bestiehlt man eigentlich Tote? Ohne Probleme, möchte ich meinen. Diese Dokumente gehören den Grauen Wächtern und ihr solltet sie zurückgeben. Das werde ich nicht, denn ich habe sie nicht genommen. Und die Erwähnung eines Namens, der hier keine Bedeutung hat, schreckt mich auch nicht. So. Es war meine Mutter. Ach, die Mutti mal wieder. Ja, meine Mutter. Oder dachtet ihr, ein Baum hätte mich geboren? Ein diebischer, sprechender Baum vielleicht. In der Wildnis gibt es nicht nur Monster. Hier wachsen Blumen. Und Kröten auch. Wenn ihr wollt, bringe ich euch zu meiner Mutter. Es ist nicht weit. Und ihr könnt sie dann nach euren Papieren fragen. Wir sollten die Verträge holen, aber das gefällt mir nicht. Morrigans plötzliches Auftauchen, es passt einfach zu gut. Da hat er wohl recht, aber haben wir eine andere Wahl? Wir brauchen die Dinger, sonst können wir den Krieg nicht gewinnen. Ich sage, wir gehen mit ihr. War ich unehrlich? Ja, manche nennen uns Hexen, aber das ist purer Aberglaube. Ihr kennt doch den Zirkel der Magie, oder? Er verlangt die Registrierung sämtlicher Magier. So lautet das Gesetz des Landes und der Kirche. Wenn ihr eurer Kirche von mir erzählen wollt, nur zu. Ich habe vor Priesterinnen nicht zu fürchten. Immerhin ist er ehrlich, also muss man schon sagen. Was hören wir denn so über die Mutter? Sie schätzt die Abgeschiedenheit, aber der Grund eures Hierseins wird wohl ausreichend ihre Neugier wecken. Kommt und findet es heraus. Die Frage ist gut. Warum nicht? Ich habe hier nur wenig Gesellschaft. Seid ihr alle so misstrauisch? Ja, doch schon. Ich würde mal sagen, wir gehen mit. Sie stopft uns alle in den Kochtopf. Wartet's nur ab! Wenn es dort wärmer ist als in diesem Wald, wäre das durchaus angenehm. So folgt mir denn, wenn ihr möchtet. Ja. So schnell kann's gehen, ne? Grüße, Mutter. Ich bringe dir 4 graue Wächter, die... Ich sehe sie, Mädchen. Ganz wie erwartet. Sollen wir etwa glauben, dass ihr uns erwartet habt? Ihr sollt überhaupt nichts. Glauben schon gar nicht. Wer seine Augen verschließt oder die Arme weit öffnet, kann nur ein Narr sein. Sie ist eine Hexe, ich weiß es. Wir sollten gar nicht mit ihr reden. Still, David. Wenn sie wirklich eine Hexe ist, wollt ihr sie doch nicht erzürnen. Ihr seid ein schlauer Knabe. Traurigerweise habe ich im großen Zusammenspiel der Welt nichts zu entscheiden. Glaubt, was ihr wollt. Und was ist mit euch? Vertretet ihr eine andere Ansicht? Oder glaubt ihr dasselbe wie die anderen? Ach, ich muss ehrlich sein, mir ist das... Ich bin kein Narr, wenn ihr das meint. Ich bin kein Narr, ne? Wenn ihr so vehement protestiert, muss ich wohl gar nicht fragen. Vieles an euch ist unklar. Und dennoch glaube ich. Wirklich? Ja, sieht ganz so aus. Das ist also eine der gefürchteten Hexen der Wildnis? Hexen der Wildnis? Das muss Morrigan euch erzählt haben. Sie liebt solche Geschichten, auch wenn sie es nicht zugibt. Oh, wie sie im Mondschein tanzt. Sie sind nicht wegen deiner wilden Geschichten hier, Mutter. Richtig, sondern wegen ihrer Verträge, stimmt's?
Und bevor ihr schimpft, euer Siegel war schon kaputt. Ich habe sie gehütet. Ihr... Oh, ihr habt sie gehütet? Warum denn nicht? Bringt sie euren grauen Wächtern und sagt ihnen, dass diese Verderbnis größer ist, als sie glauben. Das klingt gar nicht gut. Dass die Bedrohung größer ist oder sie zu wenig erkennen. Oder dass es keine Bedrohung gibt. Oder dass sie nichts erkennen. Sehr hilfreich. Oh, beachtet mich gar nicht. Ihr habt, was ihr wolltet. Also dann, Zeit zu gehen. Sei nicht albern, Mädchen. Das sind deine Gäste. Oh, also gut. Ich führe euch aus dem Wald heraus. Folgt mir. Ja, das war dann die Mutter von Morrigan, einer Gestaltwandlerin, die wir definitiv noch ein wenig kennenlernen. So, da haben wir jetzt einiges in der Folge wieder erfahren. Ja, und wie es denn jetzt weitergeht, das seht ihr natürlich in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis später. Tschüss.